Auch wenn man es eigentlich noch nicht so richtig wahrhaben will. Nicht nur die Sommerferien gehen zu Ende, auch der Sommer liegt fast schon in den letzten Zügen. Kein Wunder, dass viele die warmen Sonnenstrahlen noch genießen und in diesen Tagen die Freibäder im Kreis bevölkern. Obwohl der September noch keine 2 Wochen alt ist und es auch etliche kühle und bewölkte Tage gab, zählte zum Beispiel das Göppinger Freibad diesen Monat bereits über 7000 Besucher. Und jedem gefällt hier etwas anderes besonders gut. Sprungturm. Sprungturm, Rutsche, sauber, große Wiese. Das haben wir vorher auch gesagt. Ja, also auch die Becken. Es hat halt 3 Becken, Schwimmerbecken, nicht bloß ein großes. Das Sprungbrett und die Rutsche. Also so die ganze Anlage ist schön, auch das dahinter, der Kinderbereich ist sehr schön. Halt die Rutsche und dass man da so viele Sachen machen kann. Die große Rutsche für die Kinder, dass man viel Platz hat zum Liegen, da hinten zum Fußballspielen und also einfach alles dabei so. Ich persönlich finde es richtig gut, die haben schöne Becken und man kann auch Fußball spielen, man kann Volleyball spielen, man kann viele Freunde treffen. Das Babybecken und die Rutsche. Es ist groß, es hat ein schönes großes Schwimmbecken, eine Rutsche ist geboten, ja, und es ist nah an meinem Wohnort. Doch bereits nächste Woche wird hier niemand mehr vom 5-Meter-Turm springen oder die Rutsche runtersausen. Am Sonntag schließt das Göppinger Freibad seine Pforten, sehr zum Leidwesen vieler Wasserratten. Wenn das Wetter gut ist, könnte es von mir aus noch ein bisschen gehen. Wobei, wenn die Schule anfängt, hat man auch nicht mehr so viel Zeit, gell? Wenn das Wetter mitspielt, auf jeden Fall. Solange das Wetter dabei ist, deswegen nutzen wir es jetzt auch aus. Wenn das Wetter dann eigentlich immer gut ist, dann ist es ärgerlich, wenn das Schwimmbad früher zumacht. Aber so wie das Wetter jetzt momentan ist, denke ich mal, ist das okay. Solange das Wetter mitmacht, könnte sie länger offen lassen. Wobei das ja immer eine Preisfrage ist für die Stadt. Die Bilanzen der Freibäder im Kreis fallen recht unterschiedlich aus. Während im Geislinger Wölkbad mit rund 96.000 Besuchern weniger Badegäste kamen als im vergangenen Jahr, waren es zum Beispiel in Göppingen mit rund 115.000 und in Bad Boll mit 53.000 mehr als im Vorjahr. Wenn die Freibäder über den Winter ihre Tore schließen, bleibt den Badenixen im Filztal aber ein Trost. In der Regel öffnen zeitgleich die Hallenbäder.